was für eine komische Unterhaltung am Ende. Eine frühere ULF-Soldatin mit einer Sprengweste in einem russischen Flieger. Sie zwangen sie, da bin ich sicher. Samara, eine gute Kämpferin. Sie stieß während der Besatzung zu mir, aber ihre Familie ging vor. Was war an der Absturzstelle? Sie haben Beweise gegen uns platziert und den Rest eingesammelt. Wir töteten viele und nahmen die Handys. Und die Blackbox? Hab alles gelöscht. Schlau. So kann Makarov nicht die Wahrheit verdrehen. Wenn Conny-Agenten an Bord waren, sind sie irgendwie entkommen. Makarov hinterlässt keine Spuren. Manche werden glauben, die ULF sei verantwortlich. Dank dir gibt es keine Beweise. Man wird spekulieren, aber du hast Makarov gut ausgespielt. Das genügt nicht. Alex verfolgt Conny. Wenn sie in Uruzgan sind, findet er sie. Verstanden. Wenn ich mich mit 141 treffe, wirst du erfahren, was wir wissen. Und Farah? Ja, Liswell? Tut mir leid wegen Samara. Mir auch. Wie hattet ihr euch? Sind noch hier. Meine Brüder. Wie geht's dir, Genosse? Jetzt besser, Captain. Verschissene Ultranationalisten. Security-Aufnahmen vom Flughafen. Er hatte einen Boardingpass für Flug 761. Falscher Pass. Oder Insider-Job. Wohl eher. Er ging einfach durch. Das war ein Spaziergang. Scheiß Makarov. Was haben Farah und Alex? Nicht genug für Beweise. Dieser Bastard bestückt amerikanische Raketen mit Chemiewaffen und tötet eigene Leute. Zivilisten. Und die Schuld gibt der Farah. Und den USA. Ihr spielt mit dem Feuer. Force Flag Operation. Er will Krieg. Ost gegen West. Der Titelkampf. Fällt die Welt darauf rein, Kate? Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten ihn schon in der Scheißhand. Wir hätten ihn damals töten sollen. Was hielt euch ab? Verstanden, wir sind unterwegs. Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen Sie ihn raus, lebend. Verstanden, wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Allerdings, Ghost und ich brauchen 10 Minuten, schnappen wir den Kerl. Ende. Makarov hat den Flughafen angedroht, aber das Stadion angegriffen. VIP-Bereich vor. Achtung, innerer Kreis gibt sich als Polizei aus. Ende. Verstanden.
Alle Polizisten vor Ort gelten als Feinde. Bestätigt. Weiter mit dem Auto rücken. In Bewegung. Schalte sie schnell aus. Unten bleiben. Ah, fuck. Voll einen reingerannt. Mann. Bieten durch Stärke. Bader Karim. Ja. Schalte sie schnell aus. Bleib in Bewegung. Unten bleiben. Die Wichser setzen Granaten ein. Oh, echt jetzt? Hab ich nicht eben auch schon einen Zivilisten? Schalte sie schnell aus! Ich rücke vor! Unten bleiben! Ja, die Wichser setzen Granaten ein! Digga, wo ist... dahinter. Sag mal, was sind denn die anderen? Wie kommt denn der jetzt hinter mich? Eieiei. Wie konnte denn das gerade passieren? Schalte sie schnell aus. Da, Leute, geht doch weg da. Das war Price. Aber wie so ein Zivilist. Das war Price. Das war kein Zivilist. Teilweise gar nichts, ne? So verraucht alles hier. Vorrücken, Sergeant, wir kämpfen uns zur Treppe durch. Rauf voraus, Vorsicht, in Bewegung. Durch den Chopper! Schopf, bestätigt! In Bewegung! Eieiei.
mach auf, Pricey. Hände hoch, ich will die Hände sehen! Rettungskräfte, nicht schießen! Wie seid ihr reingekommen? Die Security hat uns reingelassen. Zu wem gehört ihr? Bitte, wir wollen Scheiße, hier leben. Scheiße, hier. Soldat, bitte helfen Sie. Bleib hier, Sergeant. Diese Leute müssen dringend in ein Krankenhaus. Zu wem gehört sie? Unsere Arbeit machen. Waffen! Sergeant, was abgekriegt? Nur die Weste. Seht mal, die hatten Sprengsätze. Das hier war ihr nächstes Ziel. Gold Eagle, Sprengladungen im VIP-Bereich. Keine Spur von Makarov. Verstanden. Bereich sichern. Rundum ist alles gesperrt. Wenn Makarov weg will, muss er schnell sein. Sind 5 Minuten entfernt. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Verstanden. Die Tiefgarage. Bestätigt. Sprengsätze sichern. Dann zum sekundären Exfiltrationspunkt. Verstanden. Achso, da hinten durch. Ich war gerade verwirrt. Hier, wir nehmen den Aufzug. Ja, ist ja gut, ey. Ziehen! Haltet Ausschau nach Makarov. Feuer einstellen! Das ist ein Zivilist. Schnell in Sicherheit. Los! Da kommt ein Fahrzeug. In Abstand halten, so. Könnte Makarov sein. Raus aus dem Fahrzeug! Aus dem Fahrzeug! Sofort! Achtung! Ausgeschaltet! Vorwärts und sicher! Bin beim Rettungswagen. Öffnen. Kommen wir mal rein. Die Hände hoch! Kozluki! Makarov. Jesus Christus. Wer ist es? Wladimir Makarov, raus aus dem Fahrzeug, sofort! Ganz vorsichtig. Das ist weit genug. Und jetzt keine Bewegung. Durchsuchen. Sie haben Angst, Captain. Das sollten Sie. Schnauze. Auf die verdammten Knie! Er ist sauber. Wollt ihr mich töten? Kam mir in den Sinn. Ihr solltet es tun. Und ich rate dir, du sagst deinen Männern, sie sollen aufgeben. Dafür wurden sie nicht ausgebildet. Das ist mehr eure Strategie. Achte auf ihn. An alle, wir haben Makarov. Beginn Extraktion. Roger, John. Sie werden um ihn kämpfen. Darauf zählen wir. Okay, nach links. Wir sichern die Fahrzeuge und rücken vor. Roger. Na los. Alles klar. Sicher! Bewegung! Halte Makarov in Bewegung. Ihr lauft in eine Falle. Denkt ihr, ihr könnt mit mir herausspazieren? Ja, doch. Zum Not tragen wir dich aus. Los. Meine Festnahme bedeutet gar nichts. Das bedeutet, dass du verlierst. Sei kein Narr. Weiter. Kontakt! Ich hab... Auf welchen Zivilisten habe ich bitte geschossen? Lass Makarov nicht aus den Augen. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan durchkreuzt. Und ich muss euch leider... Kontakt! Nicht passieren. Boah, Alter. Was macht Price denn da? Mensch, Pricey. Nicht aus den Augen. Ich verliere nur, falls ihr meinen Plan durchkommt. Kontakt! Ich muss euch weiter. Ah!
War's das? Bestätigt. Schnapp dir Makarov und dann los. Ich nehme ihn. Hier sind wir nicht sicher. Wir müssen weiter. Ihr seid nirgendwo sicher. Dein Glück verlässt dich, Makarov. Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Planung. Pech ist nur schlechte Planung. Gehört das verrottene Gefängnis auch zu deinem Plan? Habe einen Weg gefunden, Sergeant. Weiter. Ich bewundere euren Mut, aber verfluche eure Dummheit. Kümmere dich um dich selbst. Jeder Mann ist ersetzbar. Selbst ich. Beeilung, Sophie. Bewegung! Gott, du bist kein Soldat. Du bist ein Kriegsverbrecher. Wir brauchen medizinische Hilfe. Was hindert dich daran, ihn zu helfen, Sergeant? Du! Das ist deine Entscheidung. Du warst das, nicht wir. Das sind unschuldige Leute. Niemand ist unschuldig. Krieg ist Verrat. Genug von diesem Scheiß. Ich bin durch. Die Luft ist rein. Ich sehe den Ausgang. Hier weiter. Zeit, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen. Oh, wo sind sie? Ganz nah. Leg deinen Arsch. Das sind meine auch. Du hast verloren, zu sein. Du denkst immer noch an Sieg. Denk an Erfolg. Sie greifen an! Ich hab Makarov. Schalte sie aus! Beim Tor sammeln. Wir gehen raus. Dann gehen wir raus. Öffne es. Andere Seite, Wladimir. Schnell. Gold Eagle, wir sind draußen. Ostseite des Stadions. Wie ist der Status? Bravo 6 sind in Position. Achtung! Feindliche Truppen nähern sich von Norden. Ghost gibt Scharfschützenunterstützung. Verstanden. Treffen am primären Exfiltrationspunkt. Ende. Ich nehme Makarov. Mach den Weg frei. Alles klar. Shepard, ey.
Simon Riley. Ich dachte, sie bleiben am Flughafen und sterben dort. Wenn du leben willst, bedroh nicht meine Männer, Wladimir. Sind wir jetzt beim Vornamen? Herrscher? Du kennst also Namen. Jeder kann ein scheiß Dossier lesen. Was ist der Rest deines Plans? Das? Was meinst du mit das? Erstaunlich. Ihr seid dümmer, als ihr ausseht. Ich habe etwas gefragt. Ich habe auch eine Frage. Wie spät ist es? Was zur Hölle interessiert dich die verdammte Zeit? Zeit ist alles, General. An das hier werden wir uns alle erinnern. Einige lieber als andere. Der Flughafen! Er hat uns abgelenkt! Verdammter Drecksherr! Schießt du das verfickte Hirn raus, Makaro? Ich schwöre bei Gott, nicht. Du es, na los! Halt dein Maul! Lass mich ihn töten! John, wir haben ihn. Er ist in Gewahrsam und geht nirgendwo hin. Zurück, Sergeant. Er hätte ihn töten können. Ich dachte, ihr wärt die guten Jungs. Dafür schmorst du in der Hölle. Du stirbst im Gulag mit den anderen russischen Ratten. Wir sehen uns wieder, MacTavish. Versprochen.